Liebe Hörerinnen und Hörer, es geht weiter mit der Statistik des Monats. Und zwar haben wir eine interessante Statistik gefunden zur Akzeptanz offensichtlich falscher Fakten aus einem Gruppenzugehörigkeitsgefühl heraus, dem sogenannten Tribalism. Und was es damit auf sich hat, weiß die Martina besser, glaube ich. Ja, ich bin ja gerade eben in den USA bei dem Oliver und wir haben hier einen ganz interessanten Artikel gefunden. Fake News und so weiter ist ja hier ein großes Thema. Und es geht jetzt in diesem Artikel darum, wie Leute mit bestimmten Überzeugungen auf, sagen wir mal, mit Fakten umgehen. Und da hat YouGov, das ist ja so ein Marktforschungsunternehmen, eine interessante, wie ich finde, Umfrage gemacht und hat unterschiedlichen Wählergruppen oder Anhängern von unterschiedlichen Parteien, in dem Fall Trump-Anhängern und Clinton-Anhängern und neutralen Personen, zwei Bilder gezeigt. Ein Bild, wo die Inauguration, also die, Oliver, wie nennt man das auf Deutsch? Amtseinführung. Ein Bild der Amtseinführung von Trump, wo man sehen kann, wie viele Leute da waren. Das haben viele vielleicht auch in den Medien gesehen. Und einmal eine Aufnahme der Amtseinführung von Obama. Es war ja ein Thema, das Trump eben gesagt hat, das war die bestbesuchteste Veranstaltung, die bestbesuchteste Amtseinführung, die es jemals gab. Und es waren auf jeden Fall mehr Leute da als bei Obama. Auf diesen Bildern kann man aber sehen, dass sehr viel weniger Leute bei Trump waren als bei Obama. Es ist absolut ersichtlich. Einmal sind die ganzen Plätze voll. Genau. Einmal sind die ganzen Plätze leer und man sieht die Folien oder den Boden oder was da drunter ist. So, und der Versuch ist jetzt so, dass zunächst, also es sind zwei unterschiedliche Fragestellungen, es wurden beide Bilder den Trump-Wählern gezeigt und es wurde gefragt, was glauben Sie denn, welches der beiden Bildern die Amtseinführung von Trump darstellt? Das, wo alles leer ist oder das, wo alles voll ist? Und die Leute haben sich dann, oder die Trump-Anhänger haben sich dann, jetzt muss ich mal gerade gucken, von den Trump-Anhängern, Trump-Wählern, haben sich 40% für die falsche Option entschieden. Also 40% haben gesagt, das Bild mit den ganz vielen Personen, das ist die Amtseinführung von Trump. Während von den Clinton-Anhängern waren es, kann man nicht genau sehen, jetzt 8%. Und von denen, die gar nicht gewählt haben, 20%, die gesagt haben, dass das so ist. Das heißt, die möchten gerne, dass da viele gewesen sind, weil sie den Trump ja gut finden und weil Trump auch gesagt hat, dass da viele waren und sagen deshalb und entscheiden sich deshalb für dieses Bild. Jetzt könnte es ja auch sein, dass sie die Bilder nicht kennen, ne? Und deswegen einfach ja, das entsprechende Bild auswählen. Das kann sein. Es wurde aber hier schon intensiv in den Medien durchgekaut, diese beiden Bilder. Ja. Also es kann natürlich sein, dass wenn ich in Kansas wohne, dass ich da keinen Strom habe und kein Fernsehen und deshalb kenne ich die beiden Bilder nicht. Das ist natürlich möglich. Ja, aber man hatte, also dieser Unterschied ist ja schon, also auf jeden Fall ist es ja das falsche Bild. Also es ist, der Fakt ist, es geht ja nachher auch nochmal um Fakten bei Till und dem Paul, das ist das falsche Bild. Und gerade bei den Trump-Wählern haben sich eben signifikant mehr Leute für dieses falsche Bild entschieden, also für den Fake Fact, als bei den Clinton-Wählern oder bei denen, die gar nicht gewählt haben. Das heißt, die Leute neigen also dazu, wenn es ihrer Überzeugung entspricht, auch falsche Fakten einfach zu akzeptieren. Das ist ja was, was uns gerade eben sehr beschäftigt, gerade im Zusammenhang mit dem Trump. Jetzt gab es aber noch eine zweite, wie ich finde, noch interessantere Frage, die hier durch, oder Survey, die hier durchgeführt wurde. Und zwar wurde auch wieder Trump-Wählern, Clinton-Wählern und Nicht-Wählern, wurden wieder die beiden Fotos gezeigt. Jetzt konnte man aber davon ausgehen, dass die Leute eben wissen, zu welcher Amtseinführung welches Bild gehört. Und die Frage war, auf welchem Bild gibt es mehr Personen? Und immerhin 15% der Trump-Wähler haben sich für das ganz offensichtlich falsche Bild entschieden, wo man wirklich sehr deutlich sehen kann, dass sehr viel weniger Leute drauf sind. Also 15% der Trump-Wähler entscheiden sich hier für das falsche Bild und behaupten, da sind mehr Leute drauf. Von den Trump-Wählern und von den Nicht-Wählern sind so, kann man hier nicht genau sehen. Von den Clinton. Clinton, genau. Von den Clinton-Wählern und den Nicht-Wählern sind es auch wieder signifikant weniger. Ich glaube, es waren 2 oder 3%. Ja, 2 oder 3%. Also immerhin 7-mal so viele Trump-Wähler sagen, das leere Bild ist voll.
Der runde Raum ist eckig. Noch? Der runde Raum ist eckig, da sind 5 Lichter. Wahrheit ist Frieden oder wie es auch geht. Ich weiß die drei halt nicht mehr. Frieden ist Freiheit ist Sklaverei, das war das Letzte. Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Also warum machen die das? Ne? Also ganz offensichtlich ist das falsch, was sie da haben. Also wenn man es jetzt an der Faktenlage festmacht, ist das falsch. Trotzdem sagen sie das, weil denen jetzt hier das, was sie glauben oder das, was sie glauben möchten und das, was sie glauben, also ihre Überzeugung, wichtiger ist als die Faktenlage. Ich fände interessant, wie diese Umfrage gemacht worden ist, ob die denselben Leuten die beiden Fragen direkt hintereinander gestellt worden ist. Nein, das waren 2 verschiedene Gruppen. Unterschiedliche Personen. Weil wenn es dieselbe Person dieselben Fragen bekommen hätte, könnte man ja sagen, dass die Leute vielleicht gedacht haben, ach so, okay, ich weiß, worauf die hinaus wollen, dann sage ich mit Absicht das falsche Bild sozusagen, ne? Nee, das waren unterschiedliche Leute. Das leere Bild ist so leer, das volle Bild ist so voll. Es ist völlig klar, dass sie die Bilder erkannt haben. Ich kann mir das nicht konstruieren oder erklären. Die haben die Bilder erkannt und die haben gesagt, nein, da sind 5 Lichter, das leere Bild ist voll. Ja, ja. Das heißt, die stellen ihre Gruppenzugehörigkeit und ihre Ideologie über die offensichtliche Faktenlage. Ja. Was man ja auch bei Religionen beobachten kann, dass das dort auch oft passiert. Ja, richtig. Also, hier gibt es diesen... Ich weiß kein deutsches Wort dafür, aber in Englisch ist es halt Tribalism. Das Matusek'sche My Church, Right or Wrong, was auch wieder zu dem Thema eben passt. Zu sagen, es ist unsere Kirche, wir müssen die Kirche retten. Wenn hier von außen irgendwelche dämlichen Kinder behaupten, wir hätten was Schlimmes getan, müssen wir die Kinder unglaubwürdig und lächerlich machen. Wisst ihr, was ich meine? Also dass dieses Stammesgedenken... Ja, und das finde ich auch noch viel krasser. Als die Diskussion, die in Deutschland im Moment so ein bisschen stattfindet, ist ja die, dass auf Facebook irgendwelche Leute so News verbreiten, irgendwelche Zeitungsartikel, die halt Sachen beschreiben, die gar nicht passiert sind. So, das Paradebeispiel ist, da war ein Bericht auf Facebook darüber, dass irgendwelche Flüchtlinge angeblich Leute vergewaltigt hätten und das stimmte einfach nicht. Aber jetzt war es da nicht so offensichtlich mit diesen beiden Bildern, sondern man hat einfach, die Leser haben dann einfach offensichtlich nicht recherchiert, was die Quelle war und dann hat sich das Dings verbreitet. Aber mit diesen Bildern, diese Umfrage ist noch krasser, finde ich, weil da den Leuten ja klar sein muss. Also da muss man ja noch nicht mal recherchieren, um zu sehen, was die Wahrheit ist und was nicht. Nee, das ist jetzt, ich meine, in der Umfrage, da ist es jetzt auf die Spitze getrieben, genau. Aber im Grunde, es gibt da halt auch noch eine Reihe von anderen Untersuchungen zu. Also es gibt so eine scheinbar eine Tendenz bei Menschen, dass sie, wenn es eben dem entspricht, was sie gerne glauben möchten oder was ihre Überzeugung ist, dass sie dann halt irgendwelche falschen Fakten, auch offensichtlich falschen Fakten, gerne akzeptieren. Und dieses, dass Flüchtlinge Leute vergewaltigen und wir deswegen in Deutschland dann nicht mehr aufnehmen wollen oder was auch immer dahinter steht, das möchten halt viele Leute vielleicht gerne, weil dann können sie ganz offen sagen, so jetzt wollen wir keine mehr und deswegen wird sowas gerne geteilt, gerne geglaubt. Ja, ja, genau. Und man kann es relativ schlecht dann auch korrigieren. Also ich meine, in Deutschland funktioniert das ja mit den Medien noch. Trump macht ja auch das ganze Vertrauen dann hier in die Medien kaputt. Wenn man denen dann auch nicht mehr traut, wird es halt irgendwann schwierig. Man kann halt diese falschen Ansichten über Fakten halt auch nur sehr schwer dann wieder korrigieren, wenn es nicht irgendeine Instanz gibt, der man vertraut und die das tatsächlich machen kann. Ja, und das ganze Thema passt auch sehr gut zu einer Folge vom Ketzer-Podcast. Vor einiger Zeit hatten die über eine Umfrage oder eine Untersuchung berichtet, wo festgestellt worden ist, dass Kinder, die religiös erzogen werden, mehr Schwierigkeiten dabei haben, offensichtliche Märchengeschichten zu unterscheiden von Geschichten, die tatsächlich passiert sein könnten. Also zu unterscheiden, ob eine Geschichte, die man denen erzählt, ob das wirklich so gewesen sein kann oder ob das völlig unplausibel ist. Und da in der Untersuchung wurde anscheinend herausgefunden, dass die Kinder, die religiös erzogen worden ist, diesen Unterschied viel schwieriger ziehen können. Und das passt, finde ich, deswegen zu dem Thema, weil ja auch hier offensichtlich Leute, nur weil sie das gerne so sehen wollen, das dann auch glauben. Ich finde, das passt ganz gut zusammen. Mhm. Mein Eindruck ist, dass das hier noch einen Schritt weiter geht in diesem Fall. Die Leute wissen genau, dass das nicht stimmt. Leute wissen genau, auf dem einen Bild sind leere Stühle zu sehen, auf dem anderen Bild ist alles voll. Die Leute wissen genau, dass das nicht stimmt und die wissen auch ganz genau, was das für Bilder sind. Die Leute haben, ich halte das für neu, vielleicht ist mir das vorher einfach nie begegnet, aber die Vorstellung
was überhaupt ein Fakt ist und was Realität ist, ist gar nicht mehr da. Die, und so reden die hier ja auch mit ihren alternativen Fakten oder mit ihren, das ist nur meine Meinung und Ben ist kein Ben, auch wenn man ihn Ben nennt und so weiter und so fort. Und das ist bei den Anhängern auch so. Man kann die nicht, die glauben nicht mehr, dass es eine Realität gibt. Die akzeptieren nicht, dass es eine faktische Realität gibt, die ihrem eigenen Glauben oder ihrem Gefühl, ihrem Bauchgefühl entgegensteht. Das erfinden, die erfinden hier ja auch ständig Terroranschläge, wie dieses Bowling Green Massaker, da haben noch alle drüber gelacht. Heute hat er irgendwas über den schrecklichen Terroranschlag in Schweden erfunden, von dem niemand in Schweden niemand was merkt, mitgekriegt hat. Aber das ist natürlich nur wieder eine Bestätigung. Wenn die Presse nicht über den Terroranschlag in Schweden schreibt, dann hat die Presse was zu verschweigen. Naja. Aber es ist ganz gut konstruiert. Das finde ich ganz gefährlich. Das finde ich ganz gefährlich. Ja, das ist so selbstimmunisierend konstruiert, ne? Das ist aber ein typisches Merkmal von vielen Verschwörungstheorien, dass sie so konstruiert sind. Das ist meine Idee, warum der stellt. Deshalb stellt er sich auch 1,5 Stunden dahin oder wie lange und schimpft auf die Presse. Wahnsinn, ja. Und die Presse denkt, der ist ja völlig unhinged. Der ist nicht unhinged. Die Leute, die den dahingestellt haben, werden genau wissen, was sie tun. Die appellieren an die Anhänger. Die Presse, die Medien berichten das so, was da passiert ist und denken, der ist verrückt. Aber die Anhänger denken, der hat recht. Die Medien lügen alle. Ja, genau. Das glaube ich auch. Und denn, wenn der sich hinstellt, ich weiß gar nicht, wir müssen ja gar nicht ins Detail gehen, tun mir jetzt schon wieder, weil mich das so wahnsinnig aufregt. Aber wenn der sich da hinstellt und der sagt, die sogenannten Richter haben meinen Muslim-Ban ausgesetzt, wenn ein Anschlag passiert, wisst ihr genau, wer schuld ist, dann ist das Rechtssystem schuld. Das ist schuld an diesen Anschlägen. Was er dann sagt, die etablierten Medien sagen dann, ey, was redet er denn da? Was für ein Unsinn. Aber was die Anhänger verstehen, nicht die Medien oder die liberalen Leute, ist, Trump sagt, unter dieser Verfassung kann ich euch nicht beschützen. Genau, das. Versteht ihr, was ich meine? Ja, genau. Das ist. Das Rechtssystem ist im Weg. Ich kann euch mit diesem Rechtssystem, mit dem Gerichtssystem, dadurch, dass ich nicht machen kann, was ich will, kann ich euch nicht beschützen. Genau, das ist der erste Schritt zu steter Tropfen höhlt den Stein. Das ist der Beginn des Versuchs, das langsam zu unterminieren und das immer wieder so zu wiederholen und dadurch zu einer Wahrheit werden zu lassen in den Köpfen der Fans. Also ich glaube, das ist nicht der erste Schritt und das ist auch nicht langsam. Also das kann im Moment, so wie es hier läuft, kann es in alle Richtungen gehen. Das ist noch völlig offen und das kann sein, dass wir in drei Monaten hier ein ganz anderes Land haben. Also. Ja. Okay, es tut mir leid, jetzt bin ich wieder vom Thema abgewichen. Nee, das ist überhaupt nicht vom Thema abgewichen, weil das nächste Thema ist nämlich unser atheistisches Quartett, zu dem wir auch heute wieder Paul Boghossian eingeladen haben.